Maxi muss sich für eine Ausbildung entscheiden. Viele empfehlen ihr das KV. Doch wofür steht das eigentlich? Klimaverordnung? Kanuverein? KV steht für Kaufmännischer Verband und umschreibt die Lehre als Kauffrau, Kaufmann, EFZ. Doch was beinhaltet sie? Bei uns im Sanatorium Kirchberg absolvierst du verschiedene Bereiche. Am Empfang bist du die erste Anlaufstelle für unsere Patienten und Mitarbeitenden bei Fragen und Problemen jenster Art. So lernst du viel über die Abläufe und Zuständigkeiten. Außerdem musst du Telefone weiterverbinden, Taxis bestellen, E-Mails beantworten und vieles mehr. Zudem setzen wir dich in der Finanzbuchhaltung ein, wo du vielfältige Aufgaben hast. Von der Kassenführung über den Zahlungslauf bis zum Mahnwesen. Wenn du schnell in die Welt einblicken kannst, zeigen wir dir noch diverse andere Tätigkeiten. Ein weiterer Teil deiner Ausbildung findet in der Patientenadministration statt. Hier bist du für die ambulanten Fälle verantwortlich, erfasst aber auch Leistungen und Arztberichte und triffst diverse Abklärungen mit Versicherungen. Ähnliche Arbeiten wie das Erstellen von Fallmappen und die administrative Unterstützung der Ärzte warten im Kliniksekretariat auf dich. Zu guter Letzt verbringst du Zeit im HR und bekommst Einblicke in sämtliche Prozesse, die die Mitarbeitenden betreffen, vom Eintritt bis zum Austritt. Du hilfst unter anderem bei der Rekrutierung, erstellst Verträge und bestätigst Kündigungen. Damit wir deine Lehre noch abwechslungsreicher gestalten können, schicken wir dich in kurze Praktikas in unsere Hauswirtschaft und Logistik und die IT. Diese Lehre passt zu dir, wenn du eine offene, kommunikative Person bist, die mitdenkt, gerne im Kontakt mit Menschen ist und dennoch sehr selbstständig und genau arbeitet. Zudem musst du sehr flexibel sein. Durch deine Vernetzung im Betrieb ist kein Tag wie der andere. Interessiert dich diese abwechslungsreiche Ausbildung? Dann melde dich bei uns. Mehr für dich auf dich.